In diesem Video geht es um die Konfliktanalyse der Krim-Krise. Der Konfliktinhalt. Die Krim-Krise ist ein zeitlich bewaffneter Konflikt zwischen Russland und Ukraine. Der Gegenstand des Konfliktes ist die Halbinsel Krim und der Intensitätslevel des Konfliktes beträgt 3 bis 4, wobei es anfangs eine gewaltsame Krise ist und sich später zu einem begrenzten Krieg weiterentwickelt. Die Ursachen der Krise stehen bis heute noch zur Debatte. Zu den Konfliktparteien. Direkt beteiligte Parteien sind Russische Föderation, die Ukraine und die Autonome Republik Krim. Indirekte Parteien sind die EU und die USA. Die Interessen der Parteien sind folgende. Russland vertritt die russischsprachigen Bewohner Krims und somit auch ihre eigenen Interessen. Ukraine ist für die Beibehaltung der Halbinsel zu ihrem Gebiet. Die Krim ist für den Beitritt zu Russland. Die EU hingegen will den Krieg verhindern und eine gewaltfreie Lösung des Konflikts verhandeln. Zum Konfliktverlauf sind folgende Hintergründe wichtig. Krim hat eine wechselhafte politische Angehörigkeit innerhalb der Geschichte. Die Bevölkerung Krims ist auch deswegen überwiegend russisch und es gibt nur noch sehr wenig Krim-Tataren, also die Urbewohner der Insel. Russland hat einen Flottenstützpunkt auf der Insel stationiert. Und es ging schon immer um die Sicherung von Ressourcen zwischen den beiden Ländern. Zum Verlauf. Es beginnt im Januar 2014 mit dem Rücktritt der ukrainischen Regierung nach Protesten auf dem Maidanplatz in Kiew. Am 22. Februar wird der geflohene Präsident Janukowitsch abgesetzt. Daraufhin folgen Besprechungen mit Russland über die politische Situation der Krim. Am 26. Februar 2014 gibt es Auseinandersetzungen zwischen Anhängern der neuen ukrainischen Regierung und den pro-russischen Demonstranten. Am 27. Februar besetzen bewaffnete Männer das Parlamentsgebäude von Krim und einen Tag darauf auch den Flughafen. Am 6. März spricht das ukrainische Parlament für den Beitritt zu Russland aus. Am 2. März warnt der G7 Russland vor militärischem Eingreifen in der Ukraine, vor allem wegen den Protesten. Am 9. März 2014 gibt es weitere Demonstrationen pro-russischer Ukrainer für das Referendum. Am 16. März wird das Referendum abgehalten über den Beitritt Krims zu Russland. Daraufhin folgen harte Kritiken seitens der EU und der USA, vor allem über die Legitimität der Abstimmung. Am 18. März 2014 verhängt die EU Sanktionen gegenüber Krim und Sevastopol, vor allem für Geschäftsleute und Politiker. Am 3. Mai stürmen Krim-Tataren die Halbinsel und es kommt zu Schusswechseln mit russischen Soldaten. Am 1. Juni 2014 wird der Rubel auf Krim eingeführt und somit ist Krim ein vollwertiges Mitglied der Russischen Föderation. Zur Konfliktprognose. Die Konfliktlösung ist bisher nicht eindeutig. Russlands Lösung war der Beitritt Krims, jedoch wurde dieser stark kritisiert, wie man auch anhand der Sanktionen sehen kann. EU, USA und Kanada hängen Sanktionen gegen Russland aus, doch dies führt zu keiner weitreichenden Lösung. Am Ende bleibt eine moralisch gespaltene und politisch-wirtschaftlich instabile Ukraine. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. That sounded good. Shut up.